Wir kennen ihn unter anderem als Maurizio und Alexander aus den TV-Soaps Lüthi und Blanc und Lindenstraße. Ja, mit dem Flug ist er direkt von seinem jetzigen Wohnort Köln da zu uns ins Studio gekommen. Wir freuen uns ganz besonders. Salut, Joris Gratwohl. Hoi. Vom Profifußballer zum Schauspieler, wie kommt das? Ja, das ist eigentlich ziemlich lang gegangen. Also ich habe zuerst 2 Jahre Profifußball gespielt, ich habe zuerst KV gemacht. 2 Jahre Profifußball, da habe ich mich verletzt am Knie. Und da musste ich mich neu orientieren, neu Wellen orientieren, weil ich nicht mehr weiter shooten wollte. Ich wollte weiter shooten, aber ich habe gemerkt, dass für mich nicht... Ja, es war vielleicht schon wieder gegangen, aber ich habe gemerkt, dass für mich nicht irgendwie Befriedigung auf länger ist. Und ich wusste, dass es irgendetwas anderes noch muss geben. Und dann habe ich irgendwie meinen Traum erfüllt, den ich schon lange machen wollte, ist auf Amerika gehen. Mhm. Und dann habe ich so ein One-Way-Ticket genommen auf San Diego. Wow! Und haben mir gesagt, also ich bleibe mindestens mal ein Jahr. Mhm. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich dort auch im College-Team Fußball spielen kann. Und ja, dann habe ich nach einem 2-3 Monaten, wo mein Knie wieder ein bisschen besser war, dort wieder geshootet. Und unter anderem auch mit Dings angefangen, mit Schauspielunterricht. Und habe mich dort im College eingeschrieben, Gesangsunterricht, Schauspielunterricht. Und ja, und dann ist das Ganze langsam angefangen. Und dann habe ich gemerkt, das ist eigentlich das, was ich machen will. Es klingt unglaublich spannend, aber was braucht es denn grundlegend, um Schauspieler zu werden? Gibt es da etwas? Oder kann das Ich glaube, es braucht sicher mal viel Fantasie, glaube ich. Ich finde, es braucht auch einen sehr grossen Spieltrieb. Mhm. Und so irgendwie das Gefühl, dass man irgendetwas ausdrücken will. Und vor allem, was ich sehr wichtig finde, also, man muss einfach die Menschen, das klingt fast so doof, aber ich finde, es stimmt, man muss einfach die Menschen sehr gerne haben. Mhm. Man muss sich können, die Menschen irgendwie können beobachten können. Also, ich liebe es zum Beispiel am Flughafen überall einfach, Menschen zu sehen, Verhaltensweisen und einfach das, genau. Jetzt für die, die am Sonntagabend nie Fernsehen schauen, in der Lindenstraße in Deutschland, immer am Sonntagabend, spielst du den Alexander Behrendt. Was ist das genau für ein Typ? Das ist auf der einen Seite sehr sympathisch, auf der anderen Seite sehr ein undurchsichtiger Typ. Das ist also, er arbeitet bei der Mutter Beimer, also bei der Marie-Louise Marianne, die alte Mutter der Nation, also alte, die langjährige Mutter der Nation. Und im Reisebüro und hat sich dort irgendwie eingeschmuggelt, weil er Schulden hat und arbeitet jetzt dort. Und mit seinem Charme und mit seiner direkten, schönen, frohen Art hat er versucht, sich dort ein bisschen einzuschmeicheln und so. Ohne dass er Zeugnis hatte. Er hat überhaupt kein Zeugnis, aber er hat es geschafft, dass er dort arbeiten kann, weil er Geldschulden hat. Und dann, die Figur entwickelt sich so langsam und langsam merkt man, was wirklich seine wirklichen Absichten sind. Und er hat so Techtelmechtel mit so mit vielen jungen Frauen von der Lindenstraße und versucht das Ganze ein bisschen aufzufrischen. Ganz anders ist ja, dass, glaube ich, bei Lüthi und Blanc, dort hast du eher italienisches Blut, oder? Si, sono secondo. Da bin ich so ein, genau, so ein Secondo. Also Schweizer Italiener, Italiener von Sizilien, der in der Schweiz aufgewachsen ist, wo es ja auch sehr viel gibt, so in der Schweiz. Und dort bin ich mehr in einem introvertierten Typ, einer, der sich nicht ganz von der Mama befreien kann. Und ja, aber es ist auch eine sehr schöne Rolle. Eher der naive Typ, der liebe Typ. Aber wie gesagt, es ist schon sehr interessant, das zu spielen. Der Secondo Maurizio hat es nicht immer einfach. Da haben wir einen Ausschnitt aus Lüthi und Blanc. Julia. Kommst du? Wohin soll ich denn kommen? Irgendein Zimmer, wo wir etwas ungestört sind. Ungestört? Wieso denn ungestört? Also, ich meine. Du hast schöne Augen. Findest? Schöne Haare. Merci. Julia, ich würde dich gerne ein bisschen näher kennenlernen. Ja, ich verstehe. Aber ich meine, ich kenne dich doch noch gar nicht richtig. Und es geht alles so schnell und ich finde, wir sollten uns ja, zuerst mal... Richtig kennenlernen, verstehst du? Maurizio, ich kann nicht mit dir... Also ich meine, so schnell, ich kann noch nie. Also, ich bin noch Jungfrau. Was? Was hast du gesehen? Scheiße. Gott. Unglaublich, ich bin total erschüttert. Wieso rennt ihr davon? Ja, weil sie Angst vor mir hat, ich weiß es auch nicht. Ja, gut, das war ja dort, das ist um einen Wett gegangen dort. Ich habe mit dem Zusammenhang gerissen, gell? Genau, mit dem Lucky und mit dem Thomas gewettet, dass ich sie umkriege. Und es hat doch noch geklappt, aber
aus der Wette ist noch deine Liebe geworden. Genau. Privat würdest du das auch so handhaben? Ja, unbedingt. Nein. Ich habe privat bin ich. Das klingt jetzt auch so doof. Aber wenn es wirklich ums Eingemachte geht, bin ich ein ziemlicher Hasenfuss. Also, das muss ich sagen. Bleiben doch gerade beim Privaten. Du arbeitest in Deutschland, du arbeitest in der Schweiz. Da hast du doch gar keine Zeit mehr fürs Privatleben, oder? Das stimmt nicht ganz. Nein, ich finde, das ist eine ziemlich schlechte Ausrede, wenn man viel zu tun hat, zu sagen, man hat keine Zeit mehr. Also, billig. Ja, also ich habe sicher sehr viel zu tun und so, aber jetzt auch in Köln habe ich immer Zeit, mit Kollegen und so fortzugehen und irgendwie Sport, sehr viel Sport kann ich noch machen. Und, also, es ist einfach so in diesem Beruf, dass ich manchmal irgendwie vier Wochen am Stück immer zu tun habe, fast jeden Tag. Und dann gibt es viele Tage, wo ich irgendwie zwei, drei, vier Tage gar nichts habe. Das finde ich irgendwie auch noch schön. Jetzt, wenn dir irgendjemand gefällt und du willst anbandeln, wie gehst du vor? So wie Nervfall. Sicher? Davor rennen? Hä? Nein, wenn mir jemand gefällt, ja. Oder fragst du mich etwas, ich weiß nicht. Ich versuche irgendwie, die Frau kennenzulernen. Irgendwie. Ich weiß nicht. Fein auswärts zu essen gehen, in einem Gourmet-Tempel wäre doch etwas. Nein, das ist nicht für mich. Nein? Hey, da mache ich irgendwie... Da trete ich sicher in ein Fettnäpfchen, wenn ich irgendwie da muss gehen. Ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen Sport machen, ins Kino, irgendwie ein bisschen quatschen, Kaffee trinken und irgendwie so in die Richtung.